herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren mal wieder nach langer Zeit zum Toys R Us, aber der heißt ja nicht mehr Toys R Us, sondern Smith Toys. Und wir machen da eine Challenge. Und zwar muss Mama alles kaufen, wenn ich den Preis errate. Und wenn euch das Video gefällt, gebt uns einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, abonniert es und folgt uns unbedingt auf TikTok und Instagram. Und jetzt geht's los. So Leute, ich nehme mal lieber einen Wagen mit, weil vielleicht errate ich ja einen Preis. Also die Isabelle ist jetzt schon mal ein bisschen am Rumlaufen und sich ein bisschen am Preise einprägen, wobei sie jetzt natürlich nicht weiß, wo ich dann hingehen werde, also was ich ihr zeigen werde. Und ich werde den Preis dann abdecken, ungefähr so. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Also ihr seht dann hier den Preis und dann decke ich den ab. Isabelle sieht es nicht und muss dann sagen, was es kostet, plus minus ein Betrag. Ne? Jetzt hast du aber wirklich nur noch 2-3 Minuten. Isabel darf nicht gucken. Seht ihr das? Halt, ich gehe mal darüber. 19,99. Und was meinst du? €16. Oh nein. Okay, 17. Knapp daneben. Tut mir leid. Nächster Versuch, komm, auf geht's. Wird schon. So, weiter geht's. Kann nicht ganz so laut sprechen, weil die Isabelle ist in der Nähe. Weiter geht's mit dieser Babyborn-Puppe. Meerjungfrau. Kostet 29,99. Jetzt kommt die Isabelle. Isabelle, kommst du? Ja, ich seh's. Siehst du, was es ist? Und du musst jetzt den Preis erraten. Und du darfst 2 Euro plus minus darf sein. Was meinst du, was sie kostet? 24,82 Euro. Glaubst du? Ja. Und? Bin ich richtig? Oh Mann, ja Mist. Aber das nächste Mal klappt's, Mama, versprochen. Naja, du brauchst es mir nicht versprechen. Schau mal, die schauen voll echt aus. Zeig mal. Okay. Oh, die schaut richtig echt aus. Das stimmt. Geht gleich weiter. Ja. Und zwar haben wir hier, guck mal, so ein Schleimset zum selber machen. Das schaut cool aus. Und aber Mama, das ist hier eingedrückt. Nein, das sah nur so aus. Also, du musst 50 Cent oder nee, komm, wir sind mal großzügiger. 1 Euro darf plus minus sein, ja? Wie viel? Okay, 9,40 Euro. Ja, ich krieg's! Schau mal, das nächste. Schau mal, was wir hier haben. LOL Surprise. Wäre das was? 50 Cent plus minus. Okay. Was glaubst du, was die kosten? Also 11 Euro und 50 Cent. Ja! 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 Die müsste nochmal in die... Ja. Das hast du aber jetzt echt Glück gehabt. Ich
musst ein bisschen üben und dann habe ich es drauf. So, jetzt schaue ich mal weiter. Genau, Isabel, du musst da ein bisschen hinten bleiben. So, schaut ihr mal, wir haben das nächste. Es blendet leider immer so. Jetzt seht ihr es und das ist hier von Playmobil. Und ich decke es jetzt zu, Isabel. Das wäre so cool. So, du darfst 3 Euro plus minus liegen. 41 Euro. Klappt vorbei. Oh Gott, jetzt habe ich schon Angst gekriegt. Ich werde richtig arm. Manu. Tja. Komm, du wusstest doch vorher gar nicht, dass du sowas möchtest. Doch. Nein. Aber wo ich es gesehen habe, habe ich gedacht. Ja, war halt nichts. Weißt du noch, wo wir im Playmobilland die ganze Zeit nach so einer Meerjungfrau gesehen ja. haben? Ja, und jetzt brauchst du keine mehr. Ja, wäre schon toll, wenn sie eine Freundin hätte. Guck mal, der Wohnwagen ist so cool. Das Stoppelmobil. Tschüss. Tschüss. Oh, das ist ja cool. Da könnte ich mir vorstellen, dass es ihr auch sehr gut gefällt. Das ist so ein Grabber. Also da kann man so, kennt ihr ja bestimmt, wo man mal Geld reinschmeißt und nie was erwischt. Kostet 24,99 und ich hole jetzt mal die Isabel. Isi, kommst du? Guck mal. Da muss ich jetzt. Kannst du es nochmal sagen, ohne geil. Sowas ist richtig toll, Mama. So, was glaubst du, was es kostet? 1 Euro darfst du daneben liegen. 23 Euro. Nein, das ist mein. Oh, so mir leid. Du hast aber gesagt 1 Euro, ja. Ist da 1 Nein, Euro. Das sind fast 2 Euro. Aber das ist noch 1 Euro. Nein, oder? Das sind fast 2. Das wäre natürlich der absolute Hammer für die Nein. Guckt euch das mal an. Diese Pupsi Pui Pouton. Also wie die Louis Vuitton praktisch. Pupsi Pouton. Wie cool ist das denn? Ich hole jetzt gleich mal die Isabel her und deck den Preis. Ich meine, das ist ja mega, was die kostet. Einfach mal zu. Isi, kommst du? Schau mal, was da ist. Okay, pass auf, du darfst 5 Euro plus minus für diese schöne, wie heißt sie? Pui Pouton. Tasche. Ich muss es deutlich sagen. Ich gebe sie nicht mehr her. Nein, ich gebe sie. Was ist denn jetzt? Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie weggelaufen mit der Tasche. Da müssen wir mal gucken. Ob du, weißt du schon, was er kostet? Nein. So, jetzt fahren wir mal weiter. So. So, schaut euch das mal an. Schaut ihr euch was? Das mal Ach, an. Ach nee, oh Gott. Das ist ja riesengroß. 69,99. Ja, Wahnsinn. Okay, ich muss es riskieren. Isabel, kommst du?
So, hier ist er, der Freund. Du darfst 5 Euro plus minus schätzen. Was meinst du, was diese... Das ging aber schnell. 50 Euro? 55. Ich gehe nicht ohne dich. Nein, ich lasse dich nicht allein. So, ich habe das nächste entdeckt. Da habe ich es jetzt ganz schnell abgelenkt. Das decke ich jetzt auch gerade zu. Leider blenden die Preise hier immer ziemlich, aber ich könnte es vielleicht lesen. 34,99. Easy, kommst du? Ja. Was meinst du, was stellen wir dann wieder da? Schau mal, 3 Euro plus minus schätzen. Okay. Bitte. 41 Euro. 41 Euro, sagt. 29 Euro. Was sagst du? Entscheide dich. 29 Euro und 41 Cent. Tut mir leid. Oh, die wäre echt schön. Habe ich noch was total Cooles entdeckt. Da weiß ich, dass Isabel sich das schon super lange wünscht. Schaut mal. Eine Meerjungfrauenflosse und die kostet 24,99. Die decke ich jetzt ab. Easy? Ja. Kommst du? So, Isabel, kommst du? Ja. So, schau mal, was ich hier habe. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Eine? Flosse. Genau. So, jetzt pass mal auf. Du darfst einen Euro... Einen. Okay, 2 Euro plus minus. Was glaubst du, was sie kostet? Welche Farbe würdest du denn überhaupt nehmen? Blau. Die blaue? Ja. Die ist schon sehr schön. Also streng dich an, ich drück dir auch die Daumen. 25,80 Euro. 25,80 Euro? Also pack sie ein. Jetzt wäre ich aber echt arm, du. Jetzt wäre ich echt arm. Mach mal noch eine Runde. Also Abschlussrunde, okay? Weil die Isabel wollte noch eine Chance, weil sie hat nämlich gesagt, tu den mal raus, den, sie hat nämlich gesagt, sie möchte den nicht unbedingt haben und da hat sie auch recht, weil es immer so eintrocknet. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir eine Bonusrunde, dass du noch mal eine Chance hast, das zu bekommen, okay? Dann räumen wir das auf, lauf und ich komme. Ich gehe jetzt einfach mal in Richtung Topmodel, weil ich weiß, dass sie da einen großen Wunsch hat. Ich weiß aber auch, dass ich eigentlich gesagt habe, sie bekommt es erst zum Geburtstag, weil es wirklich teuer ist. Aber ich denke, sie darf ihr Glück versuchen. So, und ihr kommt natürlich mit. Los geht's. Mal schauen, was das kostet. Da steht gar nichts dabei. Genau, hier ist es. So, Isabel, du weißt ja, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt bei den Topmodel-Sachen. Genau, und jetzt pass mal auf. Du bekommst jetzt hier, das ist die letzte Chance. Ja, wenn du den Preis errätst, 1 Euro plus oder minus, dann kannst du dieses gewünschte Topmodel-Federmädchen bekommen. Also hier ist es jetzt so, der Preis steht nicht, seht ihr das, der Preis steht nicht da hinten an diesen Schildern. Und deswegen, Isabel, darfst du es jetzt in der Hand behalten und du darfst jetzt schätzen, was dieses Federmäppchen kostet, dass du dir schon echt so lange wünschst. Ich sehe dich gar nicht, nimm mal deinen Hut eigentlich runter, das hätten wir die ganze Zeit schon machen können, ne? Alles gut. So, jetzt pass auf, jetzt wird es echt spannend. Also was glaubst du, dass dieses Federmäppchen kostet? Plus, minus 3 Euro, sagen wir mal so. Dann ist es deins.
überleg gut. 32,99 €. Darf ich gucken? Ich glaube nicht. Easy, Schatzilein. 34,99 €. Nein! Nein! Jetzt gehen wir. Das war letzte Runde. Schluss. Aus, vorbei. Aus die Maus. Oh nein! Ich bin glücklich und du? Leute, das mache ich nie mehr. Das war die teuerste Challenge meines Lebens. Echt. Also jetzt geht's auf jeden Fall nach Hause. Mann. Ja, ich freue mich super. Oh! Heb's auf, schnell. Gott, du randalierst hier noch. Guck mal. Du, Isabel, jetzt fahr mal heim. Jetzt bin ich arm. So, das war mal ein Besuch hier, ne? Ja, können wir gerne öfter machen. Freu mich so sehr. So, das war mal ein Besuch hier, ne? Ja, können wir gerne öfter machen. Mama. Ja. Leider habe ich aus Versehen unsere Verabschiedung gelöscht. Das tut mir natürlich super leid. Trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat, schenkt uns einen Daumen nach oben und vergesst auch nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken.